Ah, okay, Nummer 1 haben wir geschafft. We are number one. Okay, Nummer 2. Na komm. Da, jetzt fängt sie an zu piepen. Nach unten. Ah, da. Ein kleiner Bügel. Das ist immer so schwierig, sich das einzuprägen. Ich bin dafür nicht gemacht. Okay. Was ist das? Labyrinth. Ah, Moment. Halt. Wo müssen wir denn hin? Ah. Ah, da unten sind wir. Aber wo müssen wir denn hin? Zu mehreren Orten. Ah, da will ich doch gar nicht hin. Da will ich hin. Was ist das? Mhm. Okay, Moment. Also wir sind jetzt hier oben. Okay, jetzt gehe ich wieder zurück. Und dann mache ich das da, gehe da hin. Und dann gehe ich da oben. Okay. Gut. Gucken, ob ich das hinkriege. Weiter. Ja. Da ist das Guckloch. Und jetzt nach rechts. Und dann ist da unser nächster
Links. Ich verstehe nicht, wofür die Gucklöcher da sind. Und die sind einfach genau dafür da, dass man denkt so, wofür sind die Gucklöcher da? Das macht keinen Sinn. Genau, hier ist der Brunnen. Da ist unser letztes Symbol. Mach inne, ich will weiter spielen, ich gehe weiter, wenn es mir passt. Ja, das stimmt. Es ist halt sehr langsam, deswegen drücke ich die Knöpfe hier kaputt. Leider kannst du jetzt nicht weiterspielen, weil du hast das Spiel kaputt gemacht. So. Ich hab's wieder kaputt gemacht und wir haben eine Kugel gefunden. Okay, das heißt, wir gehen nach oben. Und setzen da die Kugel ein. Beziehungsweise... Ihmchen hier. Ein Guckloch. Oh. Was muss ich denn hier überhaupt machen? Ah. Moment, das habe ich jetzt schon mal verstanden, dass man die damit bewegen kann. Wie habe ich davon zwei? Ich denke mal, der ein bisschen. Dahin? Warum hängt das denn? Ah. Jetzt haben wir da jetzt hier irgendwas gemacht. Knöpfchen drücken. So. Guck mal, was wir haben. Ja.
Selbst die Sterne, ich glaube, das habe ich voll das letzte Mal gar nicht vorgelesen, ne? Als wir das Kapitel beendet haben. Selbst die Sterne wollten ihr den Weg durch das Observatorium versperren. Doch deine Beharrlichkeit ist wahrlich vorzüglich. Bringt dich jeder Schritt näher zur Freiheit oder bloß noch tiefer in dieses wirre Labyrinth. So. Was kommt denn jetzt noch? Also wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder zurück in die Mitte, wo es zu allen Räumen geht. Wir haben noch ganz viel Schisselmadeng. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass noch irgendwas kommt, wo ich mich erschrecke. Ein, weiß ich nicht, wie viel seitiger Würfel. Der Schlüssel des Meisters. Multiple Choice Ending. Also, der kommt wahrscheinlich erstmal hier oben rein. So. Was kann ich denn hier machen? Ein Metallring. Okay. Da ist irgendwas drinne. Ist noch was? Was ist das? Also das ist da fest am Tisch. Kann ich hier irgendetwas bedienen? Ah. Aha. Rosette, öffne dich. Ich mache nur ein Ending. Also ich spiele das jetzt einfach so durch. Ah. Ja. Direkt verstanden, du.
Ein Filmchen. Und jetzt? Ein Spiegel. Wo kann ich den denn hinbauen? Dahin? Ja. Noch ein Loch. Was passiert nun? Okay, wir kriegen noch ein Türmchen oder so. Und das sieht jetzt noch gruseliger aus und wir haben noch eine Tür. Was ist das? In diese Fassung muss doch sicher was reinpassen. Ja, das könnte man so meinen. First Class. Das ist das, wo es angefangen hat. Glückwunsch, du hast das Herz meines Labyrinths gefunden. Dies mag sich zwar wie ein Sieg anfühlen, doch von der Freiheit bist du weiter entfernt als je zuvor. Doch gräme dich nicht, du warst nicht der Erste und du wirst auch ganz sicher nicht der Letzte sein. Punkt. Jede einzelne Wendung hat dich hierher geführt. Da du Rätsel so sehr magst, habe ich ein letztes Rätsel für dich. Es wird dich bis in alle Ewigkeit beschäftigen. Was ist der Unterschied zwischen einem Irrgarten und einem Labyrinth? Ist ein Labyrinth nicht ein Überbegriff und ein Irrgarten ist dann so ein spezielles Unterteil davon? Aber wie kann ich eine Antwort von dir erwarten, wo du doch noch nicht einmal den Unterschied kennst zwischen einem Raum und einem Kerker, der Meister? Erschreck mich nicht, Spiel. Imprisoned. Spiel abgeschlossen. Glückwunsch, du hast The Room 3 zum ersten Mal abgeschlossen und die Folgen deiner Handlung erlebt, aber es warten noch andere Enden auf dich. Nutze den Schicksal-Ändern-Button im Hauptmenü, um nach Grey Home zurückzukehren. Nur wenn du die vom Meister versteckten mysteriösen Artefakte einsetzt, kannst du dein Schicksal ändern. Okay.
Dame hatte uns ja die Karte gegeben. Ziemlich in der Mitte, wo wir heute waren, vom Spielgeschehen. Hat die das einfach so vorhergesagt? Oder war das, also beziehungsweise war das schon fest, dass wir das Ende kriegen? Oder hätte man das noch ändern können? Aber ich... Das ist doch gelogen, dass wir 4 Stunden dafür gebraucht haben. Das war doch viel länger. Oder nicht? War nicht fest. Aber ich finde das jetzt lustig, dass das irgendwie gepasst hat mit der Karte, die die Frau uns gegeben hat. Die hat ja quasi das vorhergesagt. Entschuldigung. So. Ich habe ein bisschen leiser gemacht. Das war auf jeden Fall The Room 3. Ich muss immer noch sagen, der erste Teil hat mir am besten gefallen. Weiß nicht warum. Also das, der erste Teil, der war mehr so klein und schnuckelig und mit nicht so viel Rumgerenne und so. Fand ich irgendwie besser, ich weiß nicht. Weil je größer die Welt, desto mehr renne ich rum und weiß nicht, wo ich hin muss. Hast du... Ach! Ja, mach bitte mit warm. Ich habe das nicht gelesen. Ihr habt alle grüne Schriften. Ich werde mir die Endings mal so angucken auf YouTube oder so. Muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich die noch selber spielen werde. Ich weiß nicht, wie viel Aufwand das noch ist. Auf jeden Fall an sich ein cooles Spiel, aber ich bevorzuge immer noch den ersten Teil. Aber trotzdem, wenn es ein The Room 4 geben sollte, oder wenn es das schon gibt für Sandy oder so, und das dann irgendwann auf Steam rauskommt, würde ich das auch gerne weiterspielen, weil so ein bisschen Rätsel macht auch schon ein bisschen Spaß. Oder ich spiele mal dieses Spiel, was Confuser erzählt hat. Seven, irgendwie irgendwas mit Zahlen und Personen und so. Ich muss mal gucken, was ich... Also ich habe schon was im Hinterkopf, was ich als nächstes Stream-Gezumpel mache, aber da können wir gleich drüber reden. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Live-Let's Play oder normalen Let's Play wieder. Tschüss!